Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Herr Schulmeister. Wir wollen heute Morgen ein wenig über MOOCs plaudern. Sie haben sich ja zahlreiche MOOCs angesehen, undercover und nicht undercover. Unter anderem haben Sie sich auch unsere MOOC angeschaut, unsere Mathe-MOOC. Und uns interessiert natürlich besonders, wie beurteilen Sie denn jetzt unseren Mathe-MOOC mal im Vergleich mit den anderen MOOCs und wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial? Oh ja, guten Morgen, Herr Spannagel. Dazu würde ich Ihnen gerne eine ganze Menge erzählen, aber also ich bin ja kein Journalist, sondern Wissenschaftler. Das heißt, ich fange erstmal mit einer Beschreibung an, bevor ich eine Beurteilung oder Evaluation oder Kritik gar vornehme, sozusagen. Also ja, ich habe mittlerweile so über 8 MOOCs angeguckt. Und glücklicherweise waren 2 dabei, die den gleichen Titel hatten. Also Mathematical Thinking oder Mathematisches Denken. Der andere Kurs war von Keith Devlin, der auch ein Buch zu dem Thema geschrieben hat. Und man kann ja sagen, also unterschiedlicher können die beiden Kurse nicht sein. Sie werden sich ihren Konkurrenten inzwischen ja auch angeschaut haben. Also Unterschiede bestehen im Medium, in der Didaktik und natürlich auch selbst in der Wissenschaftssorte dessen, was sozusagen als mathematisches Denken betrachtet wird. In den meisten Kursen muss ich sagen, die meisten MOOCs, die ich geguckt habe, sind eigentlich expositorische Lehre. Sehr strikt eingeteilt und immer mit Tests. Sozusagen. Und dann immer Rückmeldung zu den Tests. Also in diesem Zyklus verlaufen die innerhalb von 15 Sekunden oder 5 Minuten oder 10 Minuten laufen die immer ab. Das ist bei Keith Devlin auch so. Aber bei ihnen ist es ganz anders. Und das ist schon mal so ein Anfang. Bei Ihnen ist es ganz anders, ja. Aber was ist da anders? Also, man hat auch ein bisschen den Eindruck, zwischen Ihnen und Keith Devlin ist ein Unterschied, dass Sie zwei unterschiedliche Klientel ansteuern. Also, Devlin will Mathematikstudenten erreichen und Sie Lehrerstudenten. Ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen, aber das schien mir so nahe zu liegen. Das sieht so aus, ja, genau das. Obwohl der Unterschied nicht zwingend eine Konsequenz der Klientelauswahl ist, sondern möglicherweise auch der Stoffauswahl, also dessen, was man als mathematisches Denken betrachtet. Auch da ist der Fokus ein völlig anderer. Also wenn ich nochmal darauf eingehen kann, was Devlin so macht, er hat sehr formale Konzepte ausgewählt, also mathematische Sprache, darunter versteht er und/oder Implikation. Die letzten Lektionen sind noch nicht zur Verfügung, also Beweiszahlentheorie, das konnte ich mir noch nicht angucken. Er geht ständig auf die Logik und die Wahrheitstafeln ein, sozusagen. Er hat aber nur 3 Formen von Display, also seine Person im Video, die Handschrift auf Papier oder vorgefertigter Text. Völlig nüchtern, trocken kann man fast sagen, also konzentriert auf das Wesentliche. Nicht? Aber was ich durchaus anerkenne bei ihm ist, er macht auch Metakommunikation, obwohl die wahrscheinlich nicht besonders nützlich ist. Also, das heißt, er geht auf Irrtümer und Fehlschlüsse ein, die er aus seiner Erfahrung kennt, warnt die Studenten davor, zu schnell zu sein, sagt, macht's ruhig langsam, wiederholt es mehrfach. Das heißt, er kommuniziert so ein bisschen didaktisch, aber ob das nun hilfreich ist bei solchem Video, das weiß ich nicht genau. Das müsste man wirklich
testen. Also meistens nehmen solche Ratschläge die Studenten ja nicht an, sondern gehen mit ihrem eigenen Lehrverhalten, Lernverhalten einfach weiter. Was er aber sehr konsequent hat, ist eben diesen XMOOC-Algorithmus mit der Rückmeldung am Ende. Testaufgabe, Rückmeldung, das handhabt er sehr konsequent. Ja, im Vergleich dazu muss ich sagen, ist Ihr MOOC natürlich sehr fantasievoll, abwechslungsreich. Die Szenenbilder sind witzig ausgewählt, völlig andere, also variieren auch sehr stark. Sie benutzen auch im Gegensatz zu Devlin multiple Darstellungsformen und Medien, also nicht nur das Videobild, sondern auch das Tafelbild im Video. Sie arbeiten mit Pappen und Gummibärchen und bieten den Studenten auch so ein Geometrieprogramm an, so ein ähnliches, wie wir das in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, Geometer Sketchpad genannt hatten und was hinterher auch als Cinderella auf den Markt kam. Also, ich glaube, das heißt GeoBra bei Ihnen oder GeoGebra so. GeoGebra ist das, glaube ich, ja. Ja, das ist, ja, also das hat seine Vorbilder schon in den 90er Jahren gehabt, das war ganz interessant. Ja, also ich glaube, sie haben sich auch viel Mühe mit den Videos gemacht und haben und suchen die Zugänge auch immer über, also jetzt nicht nur wie bei Dings über die Devlin über die Logik, sondern sie suchen es auch über die Geometrie. Sie suchen es über Zahlenspiele, über Reihen und so weiter. Also sie haben verschiedenste Vorgänge. Wenn man so ganz grob beide vergleichen würde, würde ich sagen, bei Devlin geht es um die mathematische Logik. Und bei ihm geht es um die mathematische Heuristik. Also, das sind natürlich zwei Aspekte von mathematischem Denken. Nicht? Dass man guckt, also wie arbeitet man mit der Mathematik, logisch gesehen? Also wie formt man Aussagen? Und bei ihm, wie kommt man überhaupt zu Lösungen? Was ich vermisst habe in dem Bereich, ist sozusagen die Rückmeldung. Also, Sie geben den Studierenden nach einem interessanten Versuch eine Aufgabe und die Studenten sollen dann selbstständig damit umgehen. Es gibt aber dazu keine Rückmeldung mehr. Also jedenfalls keine formale. Also, in den nächsten Lektionen wird manches wieder aufgegriffen, aber es gibt nicht eine direkte Rückmeldung zu dem Teil, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder habe ich was übersehen? Nein, Sie haben recht. Also wir haben diese typischen Tests, die individuell abgeschlossen werden können, haben wir nur marginal. Mhm. Wir wollten eher die Diskussion unter die betreute Diskussion unter den Studierenden, die über die mit zu den Aufgaben haben, genau. Mhm. Genauso wie Sie sagen, eben das heuristische Vorgehen bedarf ja dann letztlich auch einer gewissen Offenheit der Diskussion. Mhm. Und die Schwierigkeit dabei ist natürlich dann, die vielfältigen Diskussionsstränge mit zu verfolgen und tatsächlich zu betreuen. Also da haben wir auch gemerkt, da kommt man relativ schnell an Kapazitätsgrenzen von der Betreuerseite her. Ja, ja, ja. Gut, ich wollte jetzt noch ein bisschen was zur Lerntheorie sagen. Also wenn man das jetzt lerntheoretisch charakterisiert, muss man sagen, das, was der Devlin da macht, ist klassische Instruktion, sehr kognitivistisch oder wie man das bei Vorlesungen auch häufig bezeichnet, als expositorische Lehre. Bei Ihnen habe ich ein anderes Konzept entdeckt. Also es sieht so aus, als sei das, was Sie da machen, auch manchmal zu zweit oder zu dritt,
vor der Tafel eine Art Simulation von entdeckendem Lernen durch die fiktive Rollenübernahme als Student. Das heißt, sie spielen den Lernenden vor der Tafel und zeigen, wie sie als Lernender zu so einer Lösung kommen würden. Es ist aber keine vollständige Simulation des entdeckenden Lernens, denn was sie aussparen, ist in der Regel die Fehler und Irrwege der Lernenden. Die spielen sie nicht mit. Insofern ist es eine ansatzweise Simulation des entdeckenden Lernens. Aber das passt auch gut, also zu dem Akzent auf Heuristik. Interessant für den Pädagogen ist aber sozusagen der Wendepunkt, an dem sie mit dem Finden aufhören und die Formalisierung den Teilnehmern überlassen. Dieser Wendepunkt ist ein kritischer Punkt, finde ich. Also da muss man fragen, wie weit kann man da noch Unterstützung liefern? Wie weit kann man sagen, jetzt macht mal, ihr braucht da keine Unterstützung mehr. An dem Punkt ist ein kritischer Übergang sozusagen. Ja. Nicht? Also, so, jetzt komme ich noch mal kurz zur Beurteilung und Bewertung sozusagen. Nicht? Und da darf ich dann auch was Kritisches sagen. Ich habe ja jetzt viel gelobt. Genau, ja? Auf jeden Fall. Also, ich finde, der Verdienst ihres MOOCs ist, dass sie diesen entdeckenden Lernansatz mal versucht haben jetzt. Den Zugang über Rätsel, Spiele, Alltagsaufgaben. Ausdrücklich sozusagen, muss man sagen, sie haben Szenen entwickelt sozusagen. Also, es ist sehr spielerisch. Man könnte aber auch kritisch sagen, vielleicht verspielt. Es ist eine Dramatik da drin, vielleicht auch übertrieben. Und es ist einiges, finde ich, dem Stoff nicht angemessen. Also für den Charakter des Stoffes. Ich weiß nicht, ob Sie daran die Absicht hatten, vielleicht dem Lehrer Ideen zu liefern für den Unterricht in der Schule, indem Sie so ein bisschen im Sprachverhalten an Propädeutik, an Sesamstraße erinnern. Graf Zahl tritt ja auch auf, nicht? Also die Umwandlung des Schwarzen Lords ist ja sowas wie Graf Zahl. Die Blitze kommen dadurch. Ich weiß, dass meine Kinder davor gesessen haben. Die haben immer nur darauf gewartet, wann endlich wieder der Donner und die Blitze kommen. Also das Zählen hat sie gar nicht interessiert. Also ich habe den Eindruck, ihr habt oder sie und ihre Partner hatten den Eindruck, die Intention war zu motivieren. Aber es ist die Frage, ob das motivierend ist oder eher ablenkend. Da bin ich mir nicht klar. Da müsste man natürlich die Empfänger fragen. Also es gibt sicherlich eine ganze Menge Anhänger, die so aufgewachsen sind mit Sesamstraße oder Sender Maus. Und da kann das natürlich also ganz attraktiv sein. Aber für mich, alten Mann, ist das doch zum Teil zu verspielt. Also, vielleicht eine Rückmeldung. Wir hatten auch Teilnehmer befragt und wir haben, ich sag mal, überwiegend positives Feedback zu den Videos bekommen. Aber das Problem natürlich bei den MOOC-Befragungen ist, dass wenn man nach einer gewissen Zeit eine Umfrage startet, nur diejenigen fragt, die noch mit dabei sind. Ja. Also die Auswahl ist natürlich dann sehr stark verzerrt. Genau. Ja, das kann man so nicht wissen. Also wenn es jetzt Lehrerstudenten sind und die denken an die Schule, dann ist das wahrscheinlich sogar also an attraktiver, dramatischer Zusatz, der da reinkommt. Nicht? Aber es bezieht sich auch, also das, was ich gesagt habe, nicht auf alles, sondern meistens nur auf die Vorspänne, die Sie da haben. Nicht? So wie Sie es vor der Tafel machen, ist es ein bisschen, ja, würde ich sagen, ein bisschen darauf gezielt, dem Lehrer ungefähr nahezulegen, wie er vielleicht mit Schülern das machen könnte.
So, und das ist natürlich was anderes, als wenn Sie jetzt Mathematikstudenten ausbilden wollen. Ja, soweit. Also, jetzt haben wir aber noch viel Zeit für die anderen Fragen. Ja, genau. Ich würde vielleicht noch eine Frage anschließen, und zwar, wir sehen uns vor dem Problem oder vor der Schwierigkeit. Wir wollten ja durch die Impulsvideos und durch die Videos, in denen wir tatsächlich dann auch an bestimmten Stellen aufhören und sagen, jetzt entwickelt mal selbst weiter. Dabei ist natürlich nicht an ein unbetreutes Selbstwertentwickeln gedacht, sondern wir hatten schon den Anspruch, dann auch die Diskussionen mit zu verfolgen und mit zu betreuen und Rückmeldung zu geben. Aber die Erfahrung gemacht, die man immer macht, wenn man mit großen Gruppen im Web arbeitet, dass nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil sich tatsächlich dann auch aktiv online einbringt. Also gegen Ende waren es noch 10 bis 20 Personen, die da online ihre Ideen kundgetan haben. Und die Bedenken oder die Gründe waren ganz vielfältig. Also einige Teilnehmer haben gesagt, sie haben keine Lust dazu oder sich online zu beteiligen. Viele haben gesagt, sie haben keine Zeit dazu, sondern sie stöbern einfach nur in die Videos hinein. Und andere haben gesagt, sie haben Angst, online Fehler zu posten, die dann letztlich von 5.000 oder 6.000 anderen Menschen gesehen werden könnten. Ja. Haben Sie aus Ihrer Erfahrung Tipps für uns, wie wir die Hemmschwelle senken könnten bei den Teilnehmern, tatsächlich auch online ihre mathematischen Ansätze, Lösungsideen einzubringen, weil das ist ja letztlich genau das Material dann, an dem sich gut arbeiten lässt. Ja, also da würden mir ganz spontan zwei Dinge einfallen. Es ist natürlich was anderes, wenn es wirklich eine Pflichtveranstaltung in einem Curriculum ist. Dann machen die Studenten ja mit. Müssen sie ja. So, wenn jemand das freiwillig macht, dann misst er das an seinem Freizeitverhalten, an den Lücken, Zeitlücken, die er noch hat, an dem Interesse, das er dafür aufbringt, etc. Und da kann man eigentlich nur verlieren. Das haben bisher alle MOOCs gezeigt. Also wenn das eine reine Freizeit- oder Weiterbildungsschose ist, dann hat das Ding keine Chancen an dem Punkt. Das Zweite ist, das sind die geschlossenen Umgebungen. Wenn man das in einer Lernplattform macht, also das MOOC integriert in die Lernplattform, dann wissen die Studenten, dass sie unter sich sind, sozusagen, und dass das nicht 60.000 Leute außerhalb sehen. Das hat bisher dazu geführt, dass man doch an einigen Kursen, wenn sie gut gemacht waren, also relativ viel offene Beteiligung der Studierenden hatte, weil wenn der Lehrende ihnen deutlich gemacht hat, ich sanktioniere nichts, dass sie dann vor den anderen, die da mit waren in dem Kursus, nicht diese Scheu hatten, sich mit Fehlern zu zeigen. Und das ist ein uralt Thema, nicht? Das haben wir immer gehabt, also die ganzen Edu-Camps und Tüdelüt und alles mit dem Anspruch, es muss alles offen sein, hat immer sozusagen dem Schutzgebot, das wir unseren Studenten gegenüber haben, ist immer im Widerspruch gestanden. Da kann man sagen, gut, da können eben nur diejenigen, die es machen, sich daran beteiligen. Dann muss man damit leben, dass das nur eine Minderheit ist.